Herzlich willkommen zu einem neuen Miltec-Einbauvideo zum BMW M2. Heute haben wir einen M2 Vorfacelift da mit N55B30A-Motor, das heißt noch Single-Turbo-Reihen, 6-Zylinder, 3 Liter, 370 PS. Das ist eine ziemlich geile Kombination. Der den hier fährt, hat diesmal sogar Schaltgetriebe, hatte ich persönlich noch gar nicht gesehen. Fährt sich aber anscheinend ganz geil. Wir haben gerade schon Aufnahmen gemacht im Serienzustand, die bekommt ihr nachher zu sehen beim Soundcheck. Aber Schaltgetriebe macht schon Spaß bei dem Auto. Legen wir los. So, Miltec-typisch haben wir hier natürlich eine ziemlich starke Pappstärke. Das heißt, damit beim Transport nichts beschädigt kommt, wird das Paket natürlich auch schon zugepackt. Mit solchen Schaumstoffdingern. Die kennen wir ja schon zu Genüge. So, hier haben wir jetzt die Vorschalldämpferrohre ohne Vorschalldämpfer, denn Serie haben wir ja auch keinen drin, deswegen klein da oben. Haben hier die Rohre von vorne bis nach hinten. Die haben einen Durchmesser von 63,5 mm pro Stück. Das heißt, wir haben zweimal 63,5 mm, 2,5 Zoll. Klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber der Effekt von doppelflutiger Führung ist eigentlich ganz gut. So bekommt man das Abgas in zwei Abgassträngen durch und erzeugt dadurch ein ganz interessantes Klangbild. Das hören wir aber nachher. So, was wir hier jetzt haben, ist die zusätzliche elektrische Steuereinheit, denn Serie an der normalen Abgasanlage, die nicht von N-Performance ist, haben wir genau eine Klappe. Deshalb haben wir hier noch einen originalen zusätzlichen BMW-Stellmotor und einen Kabelsatz zur Verlängerung, da von der einen Seite zur anderen Seite ja auch irgendwie die Steuerleitungen kommen müssen. So, wir haben die originale Abgasanlage jetzt demontiert und wie man sehen kann, ist hier auch sonst nicht wirklich viel Dämpfer drin. Das, was man Mittelschalldämpfer nennen kann, ist das hier. Alles andere ist Rohr. Wie ich schon vorher erwähnt habe, hat die originale Abgasanlage nur eine Klappe und später haben wir auf beiden Auslässen eine Klappe und die Rohrführung vom Dämpfer ändert sich. So, wie vorher schon gesagt, ist die Miltec zweiflutig im Vergleich zur originalen. Aber wie man sehen kann, die Originale hat an ganz vielen Stellen ein plattgedrücktes Rohr. Das heißt, es ist nicht schön rund, sondern es engt den ganzen Abgasfluss in eine flache Form, was wir hier nicht haben. Wir haben ab der Downpipe, ab dem V-Bahn-Flansch direkt eine Verteilung auf zwei Rohre. Das bedeutet, wir haben zwei Abgasströme. Und das Ganze läuft einfach bis ganz hinten durch. Und wie wir hier sehen können, wenn die Klappen offen sind, das sind elektrische Klappen, geht da alles direkt raus. Thank you.